Ja, guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Wir haben hier in den Sommerferien, obwohl es hier im Schwarzwald sieht es aus, wie wenn der Sommer schon vorbei ist. Aber egal, das Wetter stört uns heute mal nicht, denn wir haben gedacht, wir starten noch hier in den Ferien eine kleine Aktion mit unseren Uhren und machen da noch einen Sommerferienrabatt von 20% auf alle Tools for Chance Modelle. Zum Beispiel auf die, kommst du raus, um Karton hier. Zum Beispiel auf die Quarzmodelle. Wenn man sagt, ich brauche was richtig Sportliches, richtig Stabiles, Robustes, dann hast du hier vielleicht mit dieser, nicht wundern, da ist noch eine Folie drauf, dann hast du hier mit dieser Sportuhr vielleicht die richtige Lösung. Tag, Datum hat sie, eine drehbare Lünette. Leuchtmasse auf Indizes und Zeiger und Kautschukstrap, verschraubte Krone, nicht wundern, die ist gezogen, damit sie momentan steht. Ist nicht wahr? Ich kann Videos machen, wann ich will. Ist draußen Action. Swiss made. Wir waren schon bei denen im Werk, wo die hergestellt werden. Also die werden wirklich in der Schweiz hergestellt. Weil ihr müsst ja dazu wissen, dass mit dem Swissmade, das ist so eine Geschichte, ne? Das hat mit der Wertschöpfung zu tun, ne? Und wenn du einen gewissen Grad an Wertschöpfung erreicht hast, so 60% oder sowas, dann kann die Uhr auch aus vielen anderen Teilen bestehen. Und ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob die dann auch wirklich aus der Schweiz kommen. Was Hauptsache, es ist ein Schweizer Werk drin. Ne? Aber hier, die sind im Solothurn zu Hause. Da waren wir schon im Werk. Könnt schauen, es gibt auch ein Video bei uns auf dem Kanal, bei mir auf dem Kanal Dennis Hauser. Da gibt es ein Video, wo mir war, immer wo wir mal da im Werk bei den Waren haben so geschaut, wie unsere Uhren hergestellt werden. Wenn wir schließlich wissen, wo das Zeug herkommt und wie das Zeug hergestellt wird, dass man selber so verwendet und vertreibt, dann ist natürlich eine Automatikuhr, eine mechanische Automatikuhr, was Schönes. Die Automatiks unterscheiden sich von den Quarz, die kommen in so einer kleinen schwarzen Kunstlederbox. Und unsere Automatikmodelle kommen in einer schönen Holzbox. Oh ja, hier haben wir sie schon. Die schöne große Diver, unser Flaggschiff, sogar noch in der richtigen Farbe erwischt. Einfach nur mal schnell ins Lager. Das ist ein brutaler Brocken. Ich würde gerne eine tragen, aber meine zarten Handgelenke, meine Sekretärinnen und Handgelenke sind zu schlank für so ein Brocken. Da musst du schon Typ Richard sein. Und dann kannst du hier sowas tragen, weil das ist schon ein Panzer, ne? Das hier ist eine fette Männeruhr. Da brauchst du schon ein bisschen kräftige Handgelenke, ne? So Typ Bauarbeiter. Dann ist das das richtige Teil. Schön zum Poloshirt, Jeans. Da kann man dann mal so eine fette Diver tragen. Und es ist eben keine dieser geklonten Submariner-Designs, sondern hat schön hier diese Schwert- und Pfeilzeiger. Keramiklünette. Und das Coole, was da dran ist, die waren ja damals wirklich, die Schweizer Firma, als sie dieses Modell entwickelt haben, waren die damals am Baikalsee. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Weil die haben da einen befreundeten Taucher. Und der hat die da mal einfach mit runtergenommen. Aber nicht nur die hier, sondern auch Fremdprodukte. Da haben sie namhafte Schweizer Uhren auf ein Brett geschraubt und sind mit denen im Baikalsee ganz runter. Und wisst ihr, Druck ist das eine, Drucktest im Labor. Das können viele gute, robuste Uhren bestehen. Aber das Problem ist, was du hast, wenn du damit wirklich ins Wasser gehst, ist auch noch zusätzlich ein Temperaturunterschied und zwar ein ganz kräftiger. Und das verträgt und überlebt nicht jede Dichtung. Und als sie wieder aus dem Baikalsee hochkamen, haben eben nur noch zwei Uhren funktioniert. Eins war die und eins war eben diese sehr berühmte Schweizer Taucheruhr von einem namhaften Schweizer Hersteller, der mit R beginnt. Den Rest könnt ihr euch ja denken. Und es war dann doch ein schöner Erfolg für dieses Modell. Die ist nämlich bis 500 Meter gebaut worden. Hat auch ein Helium-Escape-Ventil. Das wird wahrscheinlich für die wenigsten von euch zutreffen, ne? Aber schön. Schöne Lünette, Keramiklünette, Saphirglas, Edelstahl. Also kannst du hier schon fast sagen, gepanzert, ne?
Aber sie hat trotz allem einen Sichtboden, ne? Glasboden unten drin. Da kann man dann auch mal schön der Unruhe beim Zappeln zuschauen. Und wenn sich jemand gerade so, sag ich mal, frisch im Uhrengame ist, dann ist das doch eine ganz schöne Geschichte zu sehen, wie hier unten drin so ein mechanisches Uhrwerk arbeitet. Hat eine schön große Krone, ist gut zu greifen, auch mit Handschuhen mal im Winter. Zum kurz prüfen, ist sie zu, ne? Oder mal morgens schnell das Datum vorstellen, wenn es einen Monatswechsel gab. Eigentlich sehr schön. Schade, dass ich so zu schmale Handgelenke für diesen Brocken habe, weil das ist eine richtig geile Uhr und Qualität und Preis-Leistung und Verarbeitung. Naja, gut, kann halt nur jemand einschätzen, der schon andere teure, hochwertige Uhren besessen hat und dann die in die Hand nimmt und dann erstmal feststellt, wie hochwertig doch diese Uhr verarbeitet ist in dieser Preisklasse. Und jetzt eben mit den Summer Watch 20 nochmal 20% im Summer Sale bis Ende September. Ist das eine feine Geschichte, wenn man sagt, jetzt brauche ich mal eine richtig fette Taucheruhr und ich habe keine Lust auf einer dieser unzähligen Schweizer Submariner Klone. Sehr cool. Also auch die fette Diver, das ist übrigens unsere bestverkaufste, meistverkaufste Uhr aus dem Sortiment. Unsere schwarze Diver. Das ist eine 44er. Und ja, ich würde mal sagen, mindestens 14 mm hoch, wenn nicht gar 15, weil 500 Meter Wasserdichtigkeit, die kannst du halt nicht in einer schmalen Uhr umsetzen. Das schaffst du eben nur durch Masse an Stahl. Die macht auch was mit. Da könnt ihr Hubert fragen, Hubert Wursthorn. Ich meine, der betreibt ja das Bogensporthotel Bad. Der hat den ganzen Tag Action, ist Jäger, Bogenschütze, Koch, Hotelier. Bei dem geht's hart zur Sache. Und der hat sogar zwei, eine schwarze und eine grüne. Und er hat gesagt, er hatte schon so viele Uhren kaputt gemacht bei der Arbeit. Sie hat zwar ordentlich Kratzer, muss sie schon ordentlich was einstecken, hat aber gesagt, kaputt zu kriegen sind diese Diver nicht. So, oder wenn man sagt, wenn man dann so Handgelenke hat wie ich und sagt, okay, ich brauche ein bisschen was Schlankeres, was Eleganteres, dann, das ist jetzt schön, wir haben sie gerade mal hier in beiden Farben, dann haben wir die natürlich auch im Sale gerade. Ich glaube, das ist noch eine der letzten. Ich wusste gar nicht, dass wir noch eine blaue haben. Ich dachte, die seien schon ausverkauft. Die ist natürlich wunderschön. Mit einem tief dunklen blauen Blatt. Das spiegelt alles, ne? Tief dunkelblauen Blatt. Ich wundere, da ist eine Folie drauf. Schön Datumsfensterchen, Edelstahlindizes aufgesetzte. Und hier ein dunkelbraunes Lederband im Krokostil. Das harmoniert natürlich wunderbar mit dem Blau. Na, im Vergleich dazu eine Uhr in Schwarz. Da hast du dann nur zwei Farben spielen. Schwarz und Silber, hier hast du Silber, Blau und Braun. Aber du kannst natürlich auch dir ein schwarzes Band dann wieder dran machen. Wenn du sagst, du liebst lieber schwarz, obwohl ich hier wirklich sagen muss, ist dieses dunkelblaue, dunkelbraune Krokoband wirklich schön in Verbindung mit dem blauen Blatt. Also das ist sehr schön. Ich glaube, das ist fast eins der letzten Stücke. Ich dachte sogar schon, die wären schon alle. Wunderschön. Ja, die hat sich auch gut verkauft. Da hatten wir schon mehrere Runs nachbestellt von dem Modell. Das war auch sehr beliebt. Sehr flach. Ah, hier Werk. Ultra cool. Ronda R150. Ne? Nachdem ja ETA angefangen hat, keine Werke mehr an Mitbewerber zu verkaufen, sondern nur noch in der eigenen Swatch Group unterzubringen, haben sich natürlich viele Hersteller dann auf Sellita gestürzt. Die waren aber auch voll bis zum Anschlag. Dann hat sie ja letztes Jahr noch dieser Tornado erwischt. Ich weiß gar nicht, ob da schon alles repariert ist. Ja, wirklich. Das Werk ist von einem Tornado getroffen worden letztes Jahr. Es gab Fotos im Internet vom Sellita-Werk. Einfach mal mit so einem Loch durchs Gebäude durch. Und da gab es natürlich dann auch Produktionsengpässe wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz hat sich da unser Hersteller gleich Uhrwerke von dem Hersteller Ronda gesichert. Wer Ronda vielleicht kennt, die haben früher in den 60er, 70er Jahren waren die ein großer Hersteller von Automatikwerke. Die haben dann natürlich dann ganz schnell umgeswitcht zu Zeiten der Quarzkrise auf Quarzwerkherstellung. Und als das dann so losging, ich war auf der Baselwörth 18 und 19 und 16 haben sie es entwickelt, 17 glaube ich vorgestellt.
Und 18 konnte man da schon die obersten Uhren anschauen. Mit dem Ronda R150. Das ist ein Werk vom Aufbau her wie ein ETA 2824. Einen halben Millimeter höher ist das Werk, aber dafür ultra robust. Ich hatte ja einen Zweijahrestest gefahren in einer Trend 42. Immer wieder auf die Zeitwaage gelegt und in den 2 Jahren gab es keine Veränderung auf der Zeitwaage. Also wenn das Ding mal eingestellt ist, dann läuft das extrem robust und zuverlässig. Also Ronda R150, Geheimtipp. Es muss nicht immer ein EDA 2824 oder ein Sellita SW200 sein. In die gleiche Geschichte passt eben ein Ronda R150. Wobei das R, also inzwischen kann ich wirklich sagen, das R steht für robust. Also das ist wirklich ein hervorragend gutes Werk. Gigante baut es inzwischen sogar auch ein. Also. Und die machen ein paar Uhren mehr, also muss da was dran sein. Ein tolles Werk. Was mir hier wirklich gefällt, ist auch das Blatt. Ich schaue mir ja viel Uhren an und dann bin ich manchmal echt wieder enttäuscht, wenn ich von wirklich namhaften Herstellern wirklich extrem teure Uhren sehe und sie haben nur ein bedrucktes Blatt. Ja, das ist kein Aufwand. Du hast einmal diesen Stempel hergestellt und dann bedruckst du mit Leuchtmasse diese Blätter und kannst wahrscheinlich ein geübter Stempler, der stellt am Tag, weiß nicht, 500 Zifferblätter her oder 1000, keine Ahnung. Aber es ist doch einfach nochmal was anderes Schönes, wenn du ein richtig aufgebautes Zifferblatt hast mit aufgebauten Indizes und ums Datumsfenster nicht einfach nur ausgestanzt und fertig, sondern du setzt da noch einen kleinen Rahmen ein. Oder hier haben wir noch eine Vertiefung im Blatt. Ne? Es wird zuerst geprägt, dann wird diese blaue Beschichtung aufgetragen. Dann kommen kleine, dann werden die außen die Minutenindizes aufgedruckt. Dann hast du alle 5 Minuten einen Punkt noch und ein Indizestrichle und du hast schöne Zeiger passend dazu und du hast noch ein Rahmensfenster. Also das erwarte ich heutzutage ganz einfach bei einer Uhr ab einer gewissen Preisklasse. Ne? Und hier reden wir eben von Uhren in der 400-Euro-Klasse. Ne? Und mit dem Rabattcode kriegt ihr die noch unter 400. Für eine Schweizer handgebaute Schweizer Automatikuhr. Ne? Und dann siehst du da manchmal so Uhren so richtig teuer. Das habe ich mir letztens angeschaut, ja. Großer namhafter Hersteller mit 3 Buchstaben aus der Schweiz. Eine schöne Flieger, 3 Zeiger. Gefällt mir eigentlich ganz gut, aber was kostet 5.700 mit Stahlband irgendwie 800 oder sowas, also knapp 6.000 Euro und bedrucktes Blatt, fertig. Ein ausgestanztes Datumsfenster, kein Rähmchen, nichts, einfach zack, ausstanzen, Farbe drauf, bedrucken, fertig. Fast 6.000 Euro. Sag ich einfach mal. Gibt auch hier von der kleinen Schwester von der Firma mit dem großen R, ne? Beginnt mit T. Die haben auch eine schöne Uhr, wo mir eigentlich gefällt, eine schlichte, einfache. Aber ich auch gesagt, nur 4 Riesen und einfach nur ein bedrucktes Blatt ohne alles. Naja, also ein bisschen mehr Mühe darf man sich da schon geben mit einem Blatt. Vor allem, weil du ja auch, sag ich mal, bei der japanischen Konkurrenz, ne, große Firma mit S und mit C, ihr kennt sie alle, du da auch eben Top-Uhren, also ich rede jetzt da schon von der besseren Klasse, ne, in dieser 1000-Euro-Klasse, da kriegst du ja fantastische Uhren mit fantastisch aufgebauten Blättern. Und ich sage, Alter, Freunde, in der Schweiz, da müsst ihr euch bei manchen Sachen für die Preise, die ihr da ausruft, ein bisschen anstrengen, was Zifferblätter angeht. Da kann man schon mal ein bisschen, ne, ich meine, ein Stahlgehäuse ist ein Stahlgehäuse, ein Lederarmband ist ein Lederarmband, wenn man jetzt von einer einfachen Dresswatch ausgeht. Also das Einzige, wo du wirklich pumpen kannst, wo du zeigen kannst, was du kannst, wenn du nicht gerade nochmal Manufakturkaliber einbaust, dann ist es ein schönes Blatt zu gestalten. Ein schönes Blatt. Ist nicht zu viel verlangt in dieser Preisklasse. Um die 5.000 Euro kann man das schon mal machen, ne, Freunde. Darum sage ich mal hier, solange wir hier die Preise hier halten können, ich weiß nicht, wenn wir dann mal neue Editionen auflegen, das steht momentan in den Sternen, ob das überhaupt stattfindet. Und wenn ja, ob die Preise noch gleich bleiben. Denn das sind jetzt die letzten Stücke aus vorherigen Produktionen. Und inzwischen hat sich da ja einiges verschoben in der Schweiz. Ob wir nochmal zu den günstigen Preisen Uhren anbieten können,
Sollten wir da wieder mal in die Produktion gehen oder ob wir so kleine Stückzahlen bestellen können, das weiß ich nicht. Vielleicht gehen wir mal Richtung Deutschland und machen mal eine TFG Edition in ferner Zukunft mit einem deutschen Hersteller. Würde mir auch gut gefallen. So, Freunde, das war's jetzt. Wer da Bock drauf hat, unsere Quarzmodelle, das sind dann langsam die letzten. Dann haben wir noch ein paar Dresswatch-Modelle, Automatics und von den Divern, da haben wir noch ein paar, weil da haben wir immer wieder Produktionen auflegen lassen, weil das ein gern angenommenes Modell war. Also wer da Bock drauf hat, kann jetzt noch mal schnell einen Sommerferiendeal machen für alle, die nicht in den Urlaub gefahren sind, ein bisschen Budget übrig haben und sagen, ah, ich hätte dann doch ganz gern mal entweder eine robuste Quarz für einen Sport, ne, wo man auch nicht so dramatisch ist, wenn sie mal ein paar Schramm abkriegt beim Mountainbiken oder so. Oder wenn man sagt, komm, mal eine schöne Automatik, ich belohne mich mal mit einer schönen Dresswatch, die Uhr übrigens, die kleine 40 mm Gentleman, sie heißt zwar Gentleman, das kann aber auch prima eine Frau tragen. Also da ist überhaupt kein Problem. Da machst du ein weißes Lederband dran, dann sieht das top aus. Oder gerade die blaue mit dem braunen Band, die sind wirklich schlank, bauen nicht großartig auf, haben ein schlankes, dezentes Band. Ah ja, noch zum Bandanstoß, wenn ihr da wechseln wollt. Erstens, die haben hier diese Schnellverstellung, na, die kannst du ganz einfach dann wegmachen, das Band, und dann kannst du zum Beispiel ein eigenes dran machen. Das sind nämlich 20 mm. Damit hast du die größte Auswahl an Bändern, die ihr euch nur vorstellen könnt. Also da mal bei Google 20 mm Uhrenarmband eingeben, kriegt ihr wahrscheinlich 1 Million Ergebnisse. Water resistant 100 Meter ist sie sogar noch wasserdicht. Das heißt, da hast du keinen Stress jetzt mal. Ich würde sie nie empfehlen es ist keine Taucheruhr, zieht die nicht zum Wassersport an. Aber wenn jetzt mal irgendwo am Händewaschen warst und es ist hier Wasser über die Uhr gekommen, dann brauchst du keine Angst haben. Gutes Lederband kann dann vielleicht so ein bisschen brauchen, bis es wieder trocken ist. Aber du kannst auch einen Kautschukstrap von uns dazu bekommen. Dann hast du das gleich an einem feinen 20 mm Kautschukstrap und dann ist Feuchtigkeit gerade im Sommer kein Problem. Saphirglas oben und unten, ne? Automatik. Und auch hier siehst du wunderschön die Unruhe drin zappeln und wir haben noch Tools for Chance auf dem Rotor stehen. Und ich meine, das ist doch schön, da mal unten reinzuschauen. In so eine schöne Schweizer Automatik. Ist aber ein schönes Geschenk für einen Junior zum 18. oder bestanden Abitur oder sowas oder bestandene Lehre. Einfach zu sagen, so Junge, jetzt machst du mal deine Plastikuhren und deine Smartwatch weg und am Samstag, wenn du mit der Freundin weggehst, ziehst du eine schicke Automatik an. Gut, Freunde, das war's. Lang genug. Oh, mein Kaffee. Total kalt geworden. Ich hoffe, dass bei uns das Wetter jetzt noch ein bisschen besser wird. Und euch wünsche ich dann noch schöne Sommerferien, wer es noch hat. Ich glaube, die ersten Bundesländer fangen schon wieder an zu arbeiten. Und wie gesagt, wer Bock auf eine coole Schweizer hat, Summerwatch 20 ist der Rabattcode. Ich werde es drunter schreiben, hier einblenden. Und ihr seht es auch, wenn ihr auf die Seite geht, wo unsere Tools for Chance Uhren zu finden sind. Dann schlagt da noch mal zu. Sichert euch eins der letzten TFG-Uhrenmodelle, denn so langsam werden die Bestände weniger, außer bei den Divern, da haben wir noch ein paar. Also, Freunde, dann habt einen schönen Tag, habt eine gute Zeit, viel Spaß mit euren Uhren. Wir sehen uns bald wieder hier auf dem Kanal bei toolsforchance.com. Bye bye, macht's gut.